Hey, herzlich willkommen bei Handball Inspires. Gensheimer und Co. begeistern uns immer wieder mit ihren Trickwürfen, welche gerade in ausweglosen Situationen oft den Unterschied ausmachen. In dieser Videoreihe möchte ich euch mein Training zum Thema Trickwürfe, Heber, Dreher, Leger auf allen Positionen für euer Training mit an die Hand geben. Von der Erwärmung bis zum Abschlusswettkampf liegt der Fokus auf dem technischen Erwerb und dem Verbessern eurer Trickwürfe. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Die Spieler haben sich warm gemacht und warm gespielt. Und jetzt soll es ins Passen gehen. Ein Spiel, das jeder kennt, Schweinchen in der Mitte oder auch Pflaume genannt, bildet am besten Dreiergruppen, zur Not tun es auch Vierergruppen. Ein Spieler ist in der Mitte, zwei Spieler stehen außen und passen sich den Ball zu. Möglichst trickreich und möglichst so, dass der Spieler in der Mitte gar keine Chance hat, diesen Ball zu berühren. Auf Signal, zum Beispiel auf Pfiff, gehen wir in eine normale klassische Passübung, um auch die Wurfschulter für die nächsten Übungen, für die nächsten Schüsse aufs Tor optimal vorzubereiten. Viel Spaß jetzt bei der Übung. Gleich nochmal aufbauen davon, was haben wir gerade gemacht. Ganze Übung heute, ganze Zeit im Training ist es mir wichtig, dass wir viel aus dem Handgelenk kommen, dass wir Vertrauen haben, dass wir einen gewissen Spielwitz entwickeln. Darum soll es jetzt gehen. Einfache Passübung gleich. Wir spielen Schweinchen in der Mitte, Pflaume. Achtet mir darauf, verarscht den Gegner schön. Ja, also oben anzeigen, unten drehen. Heber, Dreher, Leger, da seid ihr kreativer als ich. Auf Pfiff, der in der Mitte ist. Ja, also wenn wir einen Ball rausschlagen, gehen wir raus. Der in der Mitte ist, muss dann in der Passübung ein bisschen laufen. Weil sobald ich pfeife, gehen die zwei Äußeren schön weit nach hinten. Ja, und dann hin und her laufen und immer Pässe spielen. Immer die weiten Pässe laufen. Ja, also rüberlaufen, Ball nehmen, weiten Pass, nachlaufen, Ball nehmen, weiten Pass. In der Vierergruppe machen wir das dann wie im Dreieck. Vierergruppe dann wie im Dreieck. Ja? Hier, komm, macht aber eng, macht eng. Ihr könnt das Logo wunderbar benutzen. Genau, Langpass rüber. Gut, Jungs, auf Pfiff geht's los. Los geht's, komm. Abwehr kann natürlich maximal arbeiten. Ah, Wechsel, Wechsel, schnell Wechsel, schnell Wechsel. Wenn du dran bist, ist Wechsel. Wer berührt, ist Wechsel. Einfach normal passen. Was? Wenn er nichts macht, einfach passen, ganz normal. Lass ihn laufen ein bisschen. Weit auseinander, nachlaufen, weiten Pass. Der in der Mitte ist, ihr Dreieck. Tim, da drüben, geh mal hin, 7 Meter, genau. Und du läufst immer nach, du läufst nach zum Ball laufen, weiten Pass spielen. Bei der Dreiergruppe klappt's. Wieder eng zusammen und weiter geht's. Nächste Runde. Schweinchen in der Mitte, Pflaume. Ja, geht auch schön nach vorne. Abwehr, bleibt eng zusammen. Pfosten breit. Ja, bleibt eng zusammen. Los geht's. Komm. Und wechsel. Los geht's, beide auseinander. Immer nachlaufen, weiten Pass. Nachlaufen, weiten Pass. Nachlaufen, weiten Pass. Schön sauber. Und wieder eng zusammen. Oh ja, gut. Weiterspielen, Vierergruppe. Ron schnappt sich gleich einen Ball, macht Pässe an der Wand. Ja, das heißt, wir haben hier die Dreiergruppe. Okay? Weiter. Oh ja, gut. Schön rumdrehen. Viel bewegen. Auf Pfiff, breit auseinander gehen, weiterspielen. Denk dran, immer weiterspielen. Zuhören und weiterspielen. Auf Pfiff, breit auseinander, immer nachlaufen, Kreuzung. Immer nachlaufen, Kreuzung. Pass rüber, nachlaufen, Kreuzung. Bei Pfiff auseinander. Weiterspielen. Los geht's. Breit auseinander. Pass rüber und Nulli. Ja, genau. Zack. Pass rüber, Rückpass und Kreuz.
Pass rüber, Rückpass und kreuzen. Schön breit, schön breit, schön breit, schön breit. Fünf. Wirklich breit hier, wirklich breit. Kurz Stopp. Jungs, Heber, Dreher, Leger. Fängt alles mit Torgefährlichkeit an. Auch nach der Kreuzung, vor der Kreuzung. Jedes Mal Arm hoch. Jedes Mal gefährlich sein. Blick nach vorne richten. Nochmal, schön breit. Pass rüber, nachlaufen, Ball bekommen, Torgefahr. Kreuzung spielen, Ball bekommen, Torgefahr. Pass rüber, breite Kreuzung. Los geht's, komm, breite Kreuzung. Torgefahr mit reinbringen. Jedes Mal mit Ball, Torgefahr. Jedes Mal mit Ball, Torgefahr. Deutlich besser. Deutlich besser. Und wieder hin zusammen, Schweinchen in der Mitte. Deutlich besser. Nehmt das mit, die Torgefahr. Hilft auch fürs Täuschen. Breit auseinander. Finn, pass an der Wand. Und los geht's. Endloskreuzung. Pass rüber. Kreuzung. Pass rüber, Kreuzung. Und Torgefahr. Torgefahr. Sauber die Torgefahr mitnehmen. Jeder Moment mit Ball ist torgefährlich. Ja, gut so, gut so. Julian, Blick nach vorne, gut so. Gut so, komm weiter, weiter. Zieht nochmal, zieht nochmal. Jeder ist dreimal in der Mitte, ab jetzt. Jeder ist dreimal in der Mitte. Komm, effektiv sein, effektiv sein. Komm, weiter, weiter, weiter. Jeder ist dreimal in der Mitte. Torgefahr finden. Torgefahr, Arm hoch. Ja, gut so, gut so, gut so. Komm, nimm die Bälle wieder aus, wenn sie runterfallen. Kein Problem. Mutig sein, torgefährlich, Pässe aus dem Handgelenk drücken. Jeder sollte dreimal in die Mitte. Eng zusammen, letzte Runde. Puls ist oben, jetzt zählt's. Wenn ich pfeife und das Spiel vorbei ist und derjenige, der in der Mitte ist, drei rückwärts rollen, ja, und drei Räder links, drei Räder rechts. Jetzt zählt's. Puls ist oben, Torgefahr beibehalten. Los geht's, komm. Letztes Spiel. Ich kann euch sagen, noch 30. Noch 25. Komm, seid fair zueinander. Schnell spielen, Bälle schnell holen. Noch 20. Sehr gut, sehr gut. Immer mit Torgefahr. Kraft, Bewegung aus dem Handgelenk. Noch 10. 7. 6. 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 1. Nee, warum? Er hilft dir mit drei Rückwärtsrollen, aber wirklich langsam meinen Ball holen. Drei Rückwärtsrollen, drei Räder links, drei Räder rechts. Der Rest, kurzen Schluck trinken, Bälle holen und Puppen brauche ich gleich zum Torhüter einwerfen. Auch bei dieser Übung sind uns zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Zum einen lernen die Spieler gerade, den Ball zu verkaufen. Es ist immer einfacher, einen Dreher anzusetzen, wenn ich vorher oben zum Beispiel den Ball gezeigt habe und getäuscht habe, dass ich oben werfe. Oder dass ich einen Aufsetzerpass spiele und dann zum Beispiel zum Leger Kopfroller agiere. Die zweite Geschichte ist, dass bei der klassischen Passübung die Basics niemals vergessen werden dürfen. Denn jeder Spieler mit Ball ist torgefährlich. Das hilft dann auch später bei den Trickwürfen, die Würfe besser am Torwart vorbei zu verkaufen. Ich hoffe, ihr könnt dies auch für euren Trainingsbetrieb mit nutzen, denn Handball inspiriert.